Okay, Sheldon. Was springt für dich dabei raus? Der Stolz, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, Hombre. Ich bin hier, damit diese Waffe nicht in die falschen Hände gerät. Du kennst mich doch. Ja, ich kenne dich. Ich mach das hier nicht für diese schwedische Möchtegern-Piraten. So viel steht fest. Mir ist scheißegal, für wen du es machst. Wir haben alle unsere Gründe. Ich bin am Trockendock, mit ein paar Freunden. Alles klar. Sieh zu, dass die schwarze Hand nicht erfährt, was wir vorhaben. Verstanden. Alles okay hier. Wie bringe ich das Teil jetzt zu euch? Ist ziemlich groß. Einer meiner Leute kommt mit einem Helikopter. Dir fällt schon was ein. Hier, Luch. Häng den Generator mit deinem Hakengerät an den Helikopter. Ist robust genug. Thank you.
bestellt, ein elektrischer Feldgenerator. Nicht schlecht, Rodriguez. Und was hast du so getrieben? Nicht viel, hab ein Boot der Schwarzen Hand requiriert. Noch eins? Das Raketenboot ist zu auffällig. Es wurde gebaut, um Chaos zu stiften. Das hier ist das Rico-Boot. Aber um reinzukommen, brauchst du ein anderes. Ein trojanisches Pferdeboot. Gehört alles zum Plan, Rodriguez. Hier, Lutsch. Das Raketenboot ist fast fertig. Ich brauche mehr Zeit. Ach ja, ich hab dir einen dieser Sprachmodulatoren der Schwarzen Hand besorgt. Ah, das wird witzig. Ziel neutralisiert. Halt durch, Mario! Stehle ich dieses Ding. Die Spulen unterbrechen die Sturmzufuhr, damit sie nicht überhitzen. Warte, bis die Schilde aus sind. Dann hast du ein kurzes Zeitfenster, um ihn zu kapern. Thank you.
sollte einen Schalter zum Einschalten des Schildes geben. Sei aber vorsichtig damit. Die Spulen müssen sich aufladen. Das heißt, der Schild schaltet sich automatisch ab. Oh Mann, ziemlich viele Tasten. Mario lebt noch. Ja, er lebt. Ich halte meine Versprechen. Wie geht's meinem Panzer? Fahr ihn nur nicht ins Meer. Wieso fährst du ihn dann nicht selbst, hä? Jungs, spart euch euren Schwanzvergleich für später auf. Konzentriert euch lieber darauf, den Panzer unversehrt hierher zu bringen. Yes, ma'am. Weißt du, nicht jeder Streit unter Männern hat etwas mit Dominanz zu tun, Annika. Eine Studie von 2000... Den Panzer jetzt auf das Boot. Weißt du, warum uns die Armee wirklich hasst? Weil wir wesentlich cooler aussehen. Ich weiß, dass Rosen gerade alles besser. Hey! Na, was haben wir denn da? Hey, Rico, du bist mein Held. Wenn die Revolution da kommt, er. Der ich will zu meiner Grandma. Hey, Rico, du findest vor Ort ein kleines Spielzeug, das wir für dich dagelassen haben. Wir starten ein subtiles Ablenkungsmanöver. Du musst nur die Soldaten ausschalten, die darauf reagieren. Kapiert? Ah, Rico. Verrätst du deinem alten Freund Sheldon, was hier los ist? Scheinst eine Menge Leute nervös zu machen. Weißt du irgendwas über die Ravellos super tolle Panzerschergen? Ich denke schon. Was denkst du, woher sie kam? Von der freundlichen Agentur nebenan natürlich. Die Schwarze Hand hat ein Vermögen dafür bezahlt. Die Schwarze Hand? Söldnergruppe. Arbeitet für die Ravello. Große Typen, gruselige Stimmen. Mit Bavarium geschützte Panzer, das übliche halt. Die Schwarze Hand hat einen Deal mit die Ravello. Sie kriegen auch einen Teil des abgebauten Bavariums. Wir spinnen ein komplexes Netz, Amigo.
sieht's aus? Ich bin hier. Wir sind unterwegs. Unser Ablenkungsmanöver beginnt in etwa jetzt. Sehr subtil. Wie bestellt. Jetzt zeig mal, was du kannst, Rico. Mach sie fertig. Test bestanden. Geh jetzt zum Aussichtspunkt an der Raffinerie. Du kannst für uns den Spion spielen. Diese Bavarium-Raffinerie. Wozu dient sie? Sie extrahiert Bavarium aus Stein und Metall. Das Ergebnis ist reineres Bavarium, das man leichter zu einer Waffe machen kann. Dafür ist es etwas instabiler. Gibt es viele dieser Raffinerien? Eine Handvoll. Wir wissen, dass unser gekaperter Panzer mit Bavarium aus dieser Raffinerie gebaut wurde. Das hat die Analyse der enthaltenen Metalle ergeben. Vergleicht man die Spuren verschiedener Mineralien mit einer geologischen Karte von Medici, ist es einfach. Danke, Theo.